Neue Folge Transport Fever 2, aber auch neues Jahr. Hallo Leute, es ist 2020 und 2020 beginnt gut, denn wir haben jede Menge Einsahnungen erhalten. Wir werden jetzt eingesahnt. Ach, ich bin noch nicht richtig wach offensichtlich. Wir sollen ein paar Städte umbenennen. Und gibt es Vorschläge. Und zwar habe ich als erstes hier mal Jekaterinburg. Wird jetzt mal schön umbenannt in Hamburg. Vielen Dank dafür. Das machen wir gerne. Ist ja auch ganz logisch, ne? Das ist nördlich von Berlin. Sogar leicht nordwestlich, würde ich sagen. Das passt also ungefähr. Naja, das ist nicht. Hier drüben müsste Hamburg irgendwo sein. Hier so. Aber da ist nur ein hoher Berg. Das ist eindeutig nicht Hamburg. Wir haben noch weitere Vorschläge bekommen. Und zwar Ho Chi Minh Stadt würde ich jetzt mal umbenennen in Danzig. Danzig war auch ein Vorschlag von euch. Das ist auch viel kürzer, finde ich gut. Ich habe nichts gegen Ho Chi Minh Stadt. Vietnam, schönes Land und so. Aber ich mag kurze Städte, weil ich benenne ja auch oft Linien dann nach den anliegenden Städten. Und das macht das Ganze doch einfacher. Und Nürnberg wurde noch gewünscht. Da nehme ich jetzt mal... Ich könnte jetzt Incheon nehmen, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo der Name herkommt. Könnt ihr mir vielleicht schreiben, wenn ihr es wisst. Incheon. Ich meine, ich könnte jetzt googeln, aber ich spiele jetzt hier gerade, also keine Lust, parallel zu googeln. Ich könnte Incheon nehmen oder Fukuoka. Fukuoka, Entschuldigung. Fukuoka spricht sich immer so ein bisschen blöd für einen Deutschen. Incheon, weiß ich nicht, wo es ist. Ich habe noch einen Namensvorschlag von euch bekommen, nämlich Nürnberg. Das habe ich jetzt nicht hier oben gemacht, weil Nürnberg... Einfach auch so, ne? Ist halt eher im Süden in Deutschland. Aus meiner Sicht zumindest, bin ja Berliner. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, aber es ist aber auch nicht ganz im Süden. Also würde ich sagen, ich nehme mal Incheon. Weil Fukuoka wäre dann vielleicht eher sowas wie Stuttgart oder... Ich weiß gar nicht, ist Stuttgart weiter südlich? Also es ist natürlich weiter westlich, ist ja in Baden-Württemberg. Aber Stuttgart liegt ja jetzt auch nicht komplett im Süden. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht eher so Bad Tölz da unten oder so. Sowas in der Art. Oder Berchtesgaden. So, hier machen wir jetzt Nürnberg. Nürnberg. Zack. Sehr schön. So, jetzt sind wir erstmal mit dem ganzen Benennungen fertig. Gucken wir einmal kurz, weil ich jetzt seit über die komplette Weihnachts- und Neujahrszeit nicht mehr gespielt habe. Gucke ich mal einmal kurz hier rein. Und was sehe ich? Alle meine Linien, alle Linien sind im Plus. Wir verdienen gutes Geld, Leute. 23,3 Millionen auf dem Konto, 23,4 bald. Unsere bestverdienende Linie ist die Linie zwischen Schillig und Berlin, also die Eisenbahnlinie. Die einzige Passagiereisenbahnlinie, die wir haben. Ich mache jetzt mal wieder das Symbol hier an für nur Linienanzeigen, die man auch sieht, damit hier nicht so viel unten immer rumwuselt. Also momentan haben wir nur diese Eisenbahnlinie für Passagiere. Das würde ich jetzt mal ändern wollen, ehrlich gesagt. Denn das ist ja nichts. Das ist ja viel zu wenig. Wir können ja auch mal zum Beispiel... Oder nee, wir haben noch eine Passagierlinie, oder? Ja, klar. Quatsch. Wir haben ja auch noch Busan und Seoul verbunden. Die beiden hier in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch letztes Mal schon noch eine andere Passagierlinie gemacht. Die verdient aber nur halb so viel momentan. Aber die ist ja noch nicht so alt, die müsste ja noch ein bisschen besser werden über die Zeit. Vor allen Dingen sind die Städte auch kleiner, ne? Berlin hat ja schon 400 Einwohner, Schillig hat 350 und Busan und Seoul haben 288 und 255. Also da können noch gar nicht so viele Leute hin und her fahren. Ist ja auch irgendwie klar, dass dann nicht ganz so viel Geld dabei rumkommt. So. Ja, aber hier stehen schon echt eine Menge Leute an auch, also ich sag mal für 1908 ist das gar nicht so schlecht hier mit 20 Leute, die warten, das ist schon in Ordnung, könnte aber noch besser werden, werden auch noch mehr, also ich meine, der Zug ist ja jetzt gerade mal hier drüben eingefahren, lädt jetzt die 40 Leute hier ein, er kann eh nur 55 transportieren, genau, sehr schön, na das funktioniert, gut, jetzt ist die Frage, was binden wir als nächstes an? Wir könnten jetzt mal was weiter Entferntes uns vornehmen. Ich meine, wir haben 23 Millionen auf dem Konto. Da wäre ja zum Beispiel so ein Hamburg mal eine gute Möglichkeit, oder? Dann würde ich aber zuerst mal in Hamburg irgendwie mir überlegen, wo ich den Bahnhof hinstelle.
könnte man ja zum Beispiel hier unten ranpacken oder hier, aber dann muss ich übers Wasser irgendwie gehen. Ich glaube, ich würde den Bahnhof hier hinbauen. So, Hamburg, Hamburg. Kann ich da eigentlich ja auch einen... Ich werde ja jetzt hier nicht weiterbauen nach Danzig. Also, die ist ja viel zu... Man kann natürlich eine Brücke da bauen, aber ich glaube, ich baue jetzt hier meine Endstation einfach. So. So machen wir das. So. Jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass das überhaupt geht hier, weil momentan ist ja hier der Lokschuppen im Weg. Hier habe ich gleich doppelt gebaut. Das finde ich natürlich auch ganz gut. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, was man tatsächlich anders machen kann. Ich habe jetzt parallel, das muss ich euch natürlich verraten, habe ich ein privates Spiel angefangen, wo ich nicht aufnehme, weil ich auch mal so ein bisschen über die Weihnachtszeit spielen wollte, ohne dass ich die ganze Zeit dabei quatschen muss. Und ich wollte auch mal so ein bisschen die anderen Szenarien ausprobieren, also was sich da getan hat beim europäischen Szenario und beim US-Szenario. Das US-Szenario habe ich nur ganz kurz gespielt, 2 Stunden oder so. Das europäische Szenario habe ich aber bestimmt 10 Stunden schon gespielt, also da habe ich schon relativ viel erreicht. Ja, und ich habe herausgefunden, dass das hier mit den, wie das hier mit den Bahnhöfen noch besser funktioniert, mit dem Konfigurieren. So, hier. Konfigurieren. Also, man kann auch direkt hier daneben noch eine zweite Schiene bauen und dann einfach den nächsten Bahnsteig dahinter. Das habt ihr euch sicherlich schon gedacht, dass das geht, aber ich bin ja manchmal ein bisschen langsam bei Sachen. Aber ist egal, der Bahnhof ist jetzt so hier in Schillig. Der ist jetzt so. Ja, da gibt es gar kein Vertun. Wir können ja hier dann danach direkt wieder zusammengehen, so. Dann stört das auch gar nicht. Und dann, ja, ziehen wir es jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. Hier hinten wird es schwierig, es sei denn, ich gehe hier so ein bisschen einmal quer mit so einer Brücke rüber. Das wird zwar relativ teuer. Ich würde natürlich versuchen, dass das bei 120 km/h bleibt, auch wenn meine Züge noch nicht so schnell sind. Aber sie werden es werden. Auch wenn ich jetzt durch mein privates Spiel wieder weiß, dass das ein ganzes Weilchen dauern kann, bis sie so schnell sind. So, also hier ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, eine Brücke zu haben, oder? Weil dann komme ich da vorbei an dem Stahlwerk. So, so. So machen wir das. Dann können wir da nämlich, müssen wir da nicht mehr Pendelverkehr machen, sondern können da auch noch ein paar mehr Züge mit draufpacken. Auf die Strecke. Hier einmal durch die Straße durch, aber ist egal. So, hier ist eine Endstation, das heißt, hier brauche ich keine 2 Bahnsteige. Dann machen wir das so. Dann bauen wir noch ein paar Signale. So. Damit wir... Achso, warte mal. Erstmal muss ich hier noch dafür sorgen, dass man auch aufs andere Gleis kommt. Weil nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Aber fürs Rangieren, wenn dann mal ein Zug irgendwie woanders hin soll, dann ist das schon besser. So. Deswegen mache ich hier immer so in beide Richtungen das einmal, damit die Züge einfach von überall her auf jedes Gleis kommen können. So, dann machen wir einfach mal regelmäßig Signale, damit die Züge einfach schon ein ganzes Stück weiterfahren können. Auf der Brücke muss ich jetzt kein Signal machen. So. Auch wenn es jetzt hier kein Abstellgleis gibt oder sowas, aber dadurch können die Züge halt an mehr Stellen sozusagen mal pausieren, falls ihnen was entgegenkommt. Auch da gehe ich nicht davon aus, dass das häufig passieren wird. Aber man weiß ja nie. So. So habe ich auf jeden Fall weniger Probleme mit irgendwelchen entgegenkommenden Zügen. Das ist mir auch noch bei meinem Privatspiel wieder aufgefallen, dass ja eine Bahnstrecke relativ, also eine reale Bahnstrecke relativ viele Signale eigentlich hat. Und dass das eigentlich Quatsch ist, das nicht hier auch so zu machen. So, dann wollen wir mal noch an irgendeiner Stelle, wo ein bisschen Platz ist, einen Dingsy bauen. Ein sogenanntes Dingsy. Das geht hier nicht, schade. Hier geht's aber. So. Sehr gut. Ein Lokschuppen, meine ich natürlich.
Falls ihr euch fragt, was Dingsi bedeutet. In meiner Sprache ist das Lokschuppen. Falls ihr euch fragt, welche Sprache ich spreche, die, wo Dingsi Lokschuppen heißt. So, hier haben wir es. Jetzt müssen wir noch die Linie verlängern von Schillig noch weiter nach Hamburg. Schillig. So, hier mache ich mal auch an, dass nur die sichtbaren Linien zu sehen sind. Die sichtbaren Linien sind zu sehen. Ich spreche in Rätsel. Schillig, Berlin. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Ich mache jetzt mal kurz die Wegpunkte hier weg. Berlin, Schillig. So, dann kommt hier nach Schillig, kommt noch Hamburg. Nur echt mit dem hier am Ende. Hamburg. So, und jetzt hat er das schon richtig sortiert hier. Rechtsverkehr, ne? Rechts fahren wir wieder Richtung Süden. Und dann funktioniert das auch. Ich ziehe da das auch durch. Genau. Das ist hier Quatsch irgendwie. Das können wir anders machen. Wir können hier in Schillig Gleis 1. Genau, dann fährt er da so nämlich durch. Dann machen wir nochmal Gleis 3 diesmal. Genau, macht Sinn. Dann fährt er nämlich hier ins andere, durchs andere Gleis durch. Durch einen anderen Bahnsteig. Und kommt dann wieder hier in Berlin an. Da können sie auf dem gleichen Gleis starten und enden. Das tut nicht weh. So, und dann brauche ich nämlich die Zwischenpunkte auch nicht mehr. Die Wegpunkte. Dann haben wir das. Jetzt ist aber natürlich die Strecke viel länger. 10 Minuten brauchen die jetzt, die zwei Züge. Deswegen kaufe ich jetzt noch einen Zug. Beziehungsweise, das kann ich mir auch einfacher machen. Ich kann ja auch einfach hier in Fahrzeuge verwalten gehen. Sagen, sie sollen mal das eine Fahrzeug hier klonen. Und dann ist das nämlich schon direkt auf der Linie. Beziehungsweise fährt auf die Linie von alleine. Na, wo ist er? Komm, kleiner Süßer. Na, jetzt muss er leider warten, weil hier gerade andere Züge unterwegs sind. Aber wenn der vorbei ist, dann kann die Lok rauskommen und sich beteiligen an dem lustigen Hin- und Hergefahre. Und wir haben ein neues Fahrzeug. 40 km/h schnell, ein Bus. Da können wir ja fast mal eine Überlandverbindung irgendwo hin machen mit 40 km/h. Meine Güte. Da muss man ja aufpassen, dass den Leuten nicht schwindelig wird. Naja, voll wird's nicht, aber immerhin. So, was wir jetzt noch machen könnten oder sollten, ist Hamburg ein bisschen ausstatten mit einer vernünftigen Infrastruktur. Hier laufen zwar die Leute schon massiv in den Bahnhof rein, weil ich es hier ins Wohngebiet geklatscht habe, das Ding. Hier stehen schon 26 Leute an, ohne dass hier ein Bus fährt oder eine Kutsche. Aber trotzdem sollten wir das noch angehen, weil das verbessert natürlich einfach noch ein bisschen die Transportwege. Ich würde jetzt mal eine Linie machen, die einfach nur gerade durch den Ort führt. Erstmal so zum Einstieg. Kann man ja später immer noch erweitern. Die führt hier durchs Wohngebiet. Hier würde ich an der Ecke einmal Station machen, weil dann kann man auch noch ein bisschen das Gewerbegebiet abdecken. Und dann fährt hier hinten noch rein. So. So machen wir das. Neue Linie bitte. Einfach nur einmal gerade auf und ab im Ort. So. Zack, zack, zack. So. Das nennen wir jetzt natürlich Hamburg Bus 100. Dann weiß ich auch gleich, dass das ein Bus ist. Das ist mir auch aufgefallen, dass das keine schlechte Idee ist, das immer nach dem jeweiligen Fahrzeug zu benennen oder der Fahrzeugart. Also Tram hätte ich dann jetzt Tram genannt. Oder das jetzt ja, eine Busstrecke ist. Nennen wir die Bus. Auch wenn es Kutschen sind, soweit ich weiß. Aber wir könnten ja... Nee, es sind keine Kutschen mehr. Wir können ja hier jetzt mittlerweile schon andere Fahrzeuge nehmen. Ich könnte jetzt das nehmen. Das transportiert 3 Leute mehr, kostet aber auch das Doppelte. Mehr als das Doppelte. Ist auch deutlich schneller, aber ich glaube, das reicht momentan hier noch. Kaufen wir davon erstmal 4. Und schicken die in der Stadt auf die Straße in Hamburg. Gucken, wie lange die brauchen. 62 Sekunden. Ja, für den Anfang könnte das auch erstmal reichen. So. Sie fahren los, sie fahren los.
Sehr gut. Und bringen die Leute hier runter. Ich werde jetzt mal hier noch den Wendekreis ein bisschen verkürzen. Zack. Jetzt wenden die nämlich hier und nicht mehr da hinten. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Hui! Wie sie da alle im Kreis fahren. Lustig. Und wie sich Autos manchmal einfach auflösen. Das finde ich auch super. Auch schön finde ich übrigens, dass in Transport Fever nie Autos am Straßenrand parken. Ich meine, die Leute fahren alle mit Autos, aber sie parken nie irgendwo. Parkplätze braucht man einfach nicht. Okay, der Zug war leer, als er hier ankam. Will niemand von Schillig nach Hamburg fahren? Drei Leute, beeindruckend. Aber guckt mal, wie schön voll das jetzt hier wird am Bahnhof. 144 Leute wollen nach Berlin. 150 Leute. Das ist doch ganz geil. Der nächste Zug kommt bestimmt. Und dann, ja, da kommt er nämlich schon. Da können wir richtig Kohle machen. Ho, ho, ho. Momentan verdienen wir damit nämlich noch nicht so besonders viel Geld hier. Da verdient unsere Buslinie in Schillig verdient mehr Kohle als unsere Zuglinie, was absurd ist, weil Zuglinien verdienen normalerweise das 10- bis 100-fache. Also ein vielfaches. Ich wundere mich die ganze Zeit, dass die Züge so lange brauchen, aber ich vergesse manchmal, dass wir jetzt hier noch im Jahr 1910 sind und Züge einfach schweinelangsam sind. Ich habe ja jetzt schon bis ins Jahr fast 2000 gespielt bei meinem privaten Spiel. Und da sind ja Züge dann, da gibt es ja dann schon ICEs und so, die fahren einfach 200, 300 km/h schnell, wenn man möchte. Oder wenn man die Strecke entsprechend baut. Aber hier die 40 km/h ist ja klar, dass das dann nichts wird. So, gucken wir doch mal. Jetzt mittlerweile sind wir hier schon im Plus. 400.000, jetzt ist der Zug voll. Die 65 Leute, wenn die ankommen, bringen mir auch nochmal locker 600.000, 700.000 ein. Also das wird hier ein doch recht erfolgreiche Strecke, denke ich. Unser großer Bahnhof in Berlin füllt sich auch langsam. Wir gucken nochmal zum Abschluss der Folge hier in die Stadtstatistik. War Berlin nicht schon mal größer? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Hatten wir da nicht schon mal 450 Einwohner und in Schillig auch irgendwie? Ne, 400 waren es wahrscheinlich auch am Anfang. Ihr könnt zurückspulen, ich kann es jetzt nicht direkt. Erst nachher, wenn ich es schneide, die Folge. Ja, irgendwie kriegen wir auch noch nicht so viel produziert hier irgendwie. Es müsste doch möglich sein, hier mehr als 53, 59, 60 Maschinen zu produzieren für die Stadt. Aber, naja, es ist eine relativ aufwendige Produktion. Aber es wird auch noch gar nicht genug Holz abgeholt hier. Müsste man vielleicht gucken, dass man mal die Fahrzeuge hier austauscht. Die sind langsam und transportieren wenig. 5 Holz gerade mal. Dann gucke ich mir das jetzt noch an. Fahrzeuge verwalten. Was haben wir denn da? First Truck. Das kann 6 transportieren und fährt aber auch nicht schneller. Kostet mich nur mehr. Aber dann würde ich jetzt einfach sagen, ich kaufe noch noch 2 Fahrzeuge mehr. Einfach damit wir da ein bisschen den Durchsatz erhöhen von Holz. Dann wird hier das Holz produziert, bla bla bla. Dann haben wir hier Bretter, die werden mitgenommen. Hier habe ich sogar schon Trucks am Start. Wo? Achso, der fährt die dahin, ja klar. Genau, die müssen ja jetzt hier rüber. Genau, so war das ja. Genau, die werden mit dem Schiff hier rüber transportiert. 10 Holz, das ist aber echt nicht viel. Das muss doch eigentlich viel mehr gehen. Was ist denn das so wenig? Achso, das ist Quatsch. Hä? Aber jetzt mal ernsthaft, wieso ist hier überhaupt Holz? Ach, das Schiff kommt gerade von da und bringt irgendwie Holz mit. Weil auch ein bisschen Holz einfach nach da abfließt. Das ist ja seltsam. Okay, also ich muss auf jeden Fall hier die Produktion noch deutlich erhöhen. Der bringt ja eigentlich genug Holz mit. Woran hapert es denn? Hapert es am Holz oder an den anderen Ressourcen? Es hapert am Stahl. Das Holz ist genug. Holz habe ich genug, nur Stahl habe ich nicht genug. Der Stahlzug braucht 10 Minuten, transportiert 43 Stahl.
Da können wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal noch irgendwie einen zweiten Zug ran schaffen oder so. Aber hier wird ja auch gar nicht mehr Stahl abgeladen. Hier scheitert es am Eisen. Man muss immer gucken, wo es herkommt, ne? An sich haben wir ja mehr Eisen. Aber momentan lassen wir das nur liefern von einer Eisenmine, von der hier. Wir kriegen es aber auch nicht vernünftig geliefert. Dann werde ich jetzt schon mal das noch ein bisschen erhöhen, indem ich hier einfach das gleiche mache und noch ein paar Fahrzeuge kaufe. Nochmal drei. Dann erhöht sich da einfach der Durchsatz noch ein bisschen. Das ist echt das Problem, dass das hier immer nur fünf Eisen, die aufladen auf die Kutsche. Und dann auch nur mit 20 km/h fahren. Ist ja klar, dass das dann alles ewig lange dauert. Ach man. Wird Zeit, dass wir mal hier ein bisschen dickere LKWs kriegen. Ich habe ja jetzt dann schon in meinem anderen Spiel mit LKWs gearbeitet, die 30 Einheiten transportieren konnten. Also mit richtigen LKWs halt und nicht mehr mit Kutschen oder sonst was. Das war natürlich dann ein bisschen schöner. Mir fällt gerade erst auf, wie unfassbar viel Eisen hier nebeneinander ist und wie unfassbar viel Öl hier nebeneinander ist. Das ist voll krass. Das war ja die Geschichte, dass wir nirgendwo in der Nähe irgendwie eine Brennstoff- oder Plastikproduktion hatten, aber hier unfassbar viel Öl einfach produzieren könnten. Wir haben hier 4 Ölquellen, die man zur Ölraffinerie bringen könnte. Und man soll noch eine zweite Ölraffinerie gar nicht so weit weg hier oben. Aber es gibt halt absolut nichts, wo man Brennstoff produzieren könnte. Weil das ist irgendwie am Arsch der Welt. Hier am Arsch der Heide, hier unten. Ach, guck mal, hier der erste LKW. Und ich beschwere mich noch. Hier unten müsste ich es hinschaffen. Das ist ja lächerlich. Lächerlich. Es gibt die eine... Ach, da ist auch noch eine. Bei Busan. Was, das labere ich eigentlich? Ich muss doch nur das ganze Öl... Da ist ja eine, ich habe die übersehen. Wie krass. Okay, also ich kann hier für Busan kann ich mega viel Brennstoff produzieren. Das ist ja super. Braucht zwar hier in der Gegend nur Busan. Sonst nichts, aber Busan kann ich ausstatten. Das mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal baue ich hier eine Brennstoffproduktion, Treibstoffproduktion auf für Busan. Dann liefere ich das ganze Öl zur Ölraffinerie hier in Hongkong oder bei Hongkong und baue dann einen Zug, der das rüber nach Busan fährt. Aber das erst beim nächsten Mal. Jetzt machen wir erstmal Pause. Freut euch drauf. Wir haben genug Kohle, also da kann uns jetzt gar nichts mehr passieren. 30 Millionen, das ist, glaube ich, völlig ausreichend für die meisten Sachen, die wir hier bauen wollen. Geldsorgen sind, glaube ich, vorbei. Habe ich noch irgendwas zurückzuzahlen? Nö, auch nicht. Es läuft bei uns. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, ciao.